Das Verderben der Zukunft. Dunkle Schwärze umgab ihn. Er konnte seinem eigenen Atem lauschen, als würde ihm jemand ins Ohr hauchen. Er glaubte, die Augen geöffnet zu haben, aber die Helligkeit schien ihm nur zuzublinzeln, wie flackerndes Licht. Plötzlich war da ein Zischen, welches lauter wurde und ihm die Ohren schmerzen ließ. Er hatte das Gefühl, geschlafen zu haben, aber es musste ein traumloser Schlaf gewesen sein. Die Helligkeit vor ihm hatte aufgehört zu flackern. Sie blendete ihn nun. Er hatte das Gefühl, direkt in die Sonne zu blicken. Auf einmal verlor er den Halt. Er wusste nicht, dass er auf beiden Beinen gestanden war. Mit lauten Aufstöhnen fiel er nach vorne, fing sich aber vorher mit den Händen reflexartig ab. Sie fühlten kalten, metallischen Boden. Er schwitzte und fror zugleich. Seine Glieder zitterten und er konnte sie nicht kontrollieren. Er wollte sprechen, aber seine Stimme versagte und seine bebenden Lippen konnten ihm auch nicht dienen. Er musste stattdessen husten und der Klang seiner Stimme fand sich dadurch im Echo wieder. Ein sehr lauter Hall umgab ihn. Seine Augen überwanden den Schmerz, den ihm die Helligkeit eben noch zugefügt hatte. Er wusste nicht, wie lange er dort lag, aber endlich hatte das Kribbeln in seinen Muskeln aufgehört und die Nebelschwaden vor seinen Augen waren auch verschwunden. Dennoch wirkte alles um ihn herum düster und kalt. Langsam wälzte er sich herum und versuchte, so wenig Bewegungen wie möglich zu machen. Nur seine Augen hatten sich bisher vollständig von dem Schlaf erholt, welcher ihn aber mehr Kraft gekostet als Erholung geboten hatte. Er blickte aufwärts zur Decke. Sie schien ihm meterweise entfernt. Er drehte den Kopf langsam hin und her, um seine Umgebung einschätzen zu können. Sein langsam zurückkehrender Verstand sagte ihm, dass er mitten auf einem riesigen Gang lag, an dessen Wände unzählige Ausbuchtungen in unterschiedlichen Höhen angebracht waren. An manchen davon leuchtete ein kleines Lämpchen. Dicht vor ihm war ebenso eine solche Ausbuchtung, allerdings war sie wie eine Klappe geöffnet. Hier war er herausgekrochen, oder vielmehr herausgefallen. Was war das für ein Ding? Eine Kapsel? Zu was und für welchen Zweck? Sein nun völlig zurückgekehrter Verstand kramte in seinem Gedächtnis nach einer Antwort. Doch dabei stieß er nur auf neue Fragen. Wie und auf welche Weise war er in diese Kapsel hineingelangt? Und was war vorher passiert, ehe er diese Kapsel betreten hatte? War er überhaupt freiwillig in eine solche Kapsel gestiegen? Er stützte sich auf seine Hände und richtete vorsichtig seinen Oberkörper auf. Mit seinen Händen fuhr er an dem entlang, was er am Körper trug. Ein hautenger, dunkler Trainingsanzug. Jedenfalls rief sein Gehirn diese Beschreibung aus seinem Erinnerungsvermögen auf. Aber er konnte keine weiteren Bilder damit in Verbindung bringen, erst recht keine Erinnerungen. Es war ihm, als wäre er gerade erst geboren worden. Doch woher kam dann sein Wissen und sein Verstand? Die Tatsache, dass er sich über diesen Einfall Gedanken machen konnte, redete ihm ein, dass er intelligent war. Irgendwas in ihm erinnerte ihn daran, dass er auch die Sprache beherrschte. Er wagte ein zaghaftes »Hallo«. Es stotterte nur so über seine Lippen. Dann lauter und nochmal lauter und immer lauter, bis er dieses »Hallo« über den Gang förmlich schrie. Es hallte zunächst unerträglich laut. Sollte es noch jemanden in der Nähe geben, musste er gehört worden sein. Jemand, irgendjemand. Er brauchte jemanden, der Antworten auf seine vielen Fragen hatte. Gab es hier überhaupt noch irgendjemand? Sein Blick strich über die unzähligen Kapseln und seine Gedanken begannen gleichzeitig damit, sich wieder im Kreis zu drehen. Steckten in den anderen Kapseln etwa auch noch weitere wie er? Er stand vorsichtig auf und prüfte, ob seine Beine schon einen sicheren Stand hatten. Weder der Boden unter ihm noch er selbst wankte. Obwohl er stand, schien die Decke ihm immer noch meilenweit entfernt, so hoch, als ob man mehrere Kirchen übereinander gebaut hätte. Immer noch war sehr wenig Licht in diesem seltsamen Gang. Er ging ein paar Schritte
um die Länge des Ganges zu prüfen. Doch wie auf einem endlosen Filmstreifen setzte sich das Bild der hohen, bekapselten Wände schier endlos fort. Selbst an der Decke schienen dieselben dieser Kapseln zu sein. Ob in jeder Kapsel wohl ein Mensch steckte? Er wollte sich darüber Gewissheit verschaffen und trat an eine der Kapseln näher heran. Ihm fiel auf, dass in der Mitte der Kapsel eine kleine, zylinderförmige Lampe angebracht war. Allerdings war sie nicht eingeschaltet. Sein Verstand schloss daraus, dass diese Kapsel somit wohl leer war. Er ging weiter und suchte nach einer Kapsel, welche eine eingeschaltete Lampe trug. Über seinem Kopf hingen viele davon, aber sie waren unerreichbar. Schon nach wenigen Metern rutschte ein Fluch über seine Lippen, welcher ihn von seinem Verstand eingeflüstert worden war. Woher er ihn kannte, daran konnte er sich nicht erinnern. Irgendetwas in seinem Kopf verweigerte ihm den Zugang zu dieser Information, so als ob sie gelöscht worden wäre. Sein Gehen wandelte sich rasch zu einem Laufschritt auf diesem schier endlosen Gang. Endlich konnte er eine Kapsel entdecken, die eine brennende Lampe trug. Noch einmal verdoppelte er sein Tempo, bis er keuchend vor der Kapsel angelangt war. Er spürte, dass seine Hände feucht waren, und er wusste, dass es Schweiß war. Mit den Händen formte er einen Trichter, mit welchem er versuchte, durch die Scheibe der Kapsel hindurchzublicken. Sie war leicht verspiegelt, aber dennoch konnte er im Inneren ein Gesicht erkennen. Es war fast völlig haarlos, und die Augen waren geschlossen. Nichts im Inneren schien sich zu regen. Diesen Zustand kannte er als Schlaf. Er hämmerte gegen die Scheibe, aber die Person im Inneren reagierte nicht darauf. Somit machte er sich auf die Suche nach einem Öffnungsmechanismus. Vielleicht gab es einen Schalter oder einen Knopf oder irgendeine einfache Handbewegung, welche diese Kapsel dann öffnete. Er fragte sich, wer wohl seine Kapsel geöffnet hatte. Irgendjemand musste das ja schließlich getan haben. Leider fand sich kein Öffnungsmechanismus und er beschloss daher, den Gang weiterzulaufen. Es dauerte nur knapp 2 Minuten, ehe er keuchend bei einer kreisrunden Plattform ankam. Als er auf sie zutrat, erschrak er. Unter der Plattform befand sich ein schier unendlicher Abgrund mit einer schwärzlichen Tiefe, die ihm Angst einjagte. Ein gutes Stück entfernt konnte er sehen, dass der Gang dort zu Ende war, denn dort hatte sich eine neue Wand erhoben. Auch sie war mit zahllosen Kapseln bestückt. Die Wände erinnerten ihn fast an die eines hohlen Berges. Jetzt wagte er es schließlich, auf die Plattform zu treten, denn auf ihr war ein kleines mechanisches Gebilde gebaut. Er trat näher heran und kam zu der Vermutung, dass vor ihm ein Computer stand. Mehrere Knöpfe waren zu entdecken, und seine normale menschliche Logik riet ihm dazu, auf einen der grünlichen zu drücken. Es geschah, wie er es gehofft hatte. Der Bildschirm des Computers erhellte sich und ein Gesicht erschien darauf. Es war das kahlgescherte, völlig bartlose Gesicht eines ihm fremden Mannes. Guten Tag, Nummer 120691. Es freut mich, dass Sie den Weg hierher bis zum Zentralrechner geschafft haben. Wer sind Sie? In diesem Moment fiel ihm ein, dass er ja gar keinen Namen hatte. Und wer bin ich? Eins nach dem anderen. Ich bin eine vollautorisierte, elektronische, von Ionen gesteuerte künstliche Intelligenz. Ich bin die virtuelle Nachbildung meines Schöpfers, dessen Gesicht Sie hier auf dem Bildschirm sehen. Ich bin in der Lage, so zu sehen, so zu handeln und so zu denken wie er. Ich ziehe meine Entscheidungen allerdings nur aus logischen Schlussfolgerungen. Dann sind Sie kein Mensch? Nein. Zu Ihrer vorangegangenen Frage. Ihr vorheriger Name war Dave Abraham Morrison. Ich werde Sie Dave nennen, um Ihnen unnötige Formalitäten zu ersparen. Ja, tun Sie das. Wo bin ich hier? Sie sind auf der Erde. Genau genommen befinden Sie sich im technischen Forschungszentrum Alternate Future in der ehemaligen Hauptstadt Washington. Dieser Name ist mir nicht unbekannt.
Ihre Erinnerungen werden nach und nach zurückkehren. Sie befinden sich seit exakt 240 Jahren, 3 Monaten, 3 Tagen, 17 Stunden und 2 Minuten im Tiefschlaf. Ich habe Sie geweckt, da Sie chronologisch als Nächster an der Reihe waren. Sie müssen die Schaltkreisverbindungen erneuern und das Solaraggregat neu starten. Das ist eine der wenigen Aufgaben, auf die ich als künstliche Intelligenz leider keinen Zugriff habe. Das werde ich gerne tun. Aber sagen Sie mir zunächst, was ist das hier? Das alles mit diesen Kapseln? Sehen Sie sich um. Dies ist eine Aufbewahrungshalle. Die Anzahl der Kapseln übersteigt vermutlich Ihr mathematisches Denkvermögen. In jeder dieser Kapseln befindet sich ein Mensch, teils männlich, teils weiblich, meist mittleren Alters. Sie wurden alle zu dem Zweck konserviert, die menschliche Rasse am Leben zu erhalten. Und ich bin Ihr Verwalter. Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass die Menschheit Jahrmillionen fortbesteht. Dazu muss nach mehreren Jahrzehnten ein Mensch geweckt werden, damit er die Aufgaben durchführt, welche ich Ihnen soeben mitgeteilt habe. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Stromversorgung einmal gänzlich zusammenbricht und somit auch die lebenserhaltenden Maßnahmen in den Kapseln. Dann sind das da oben und da hinten alles Menschen? Nicht in allen Kapseln. Nur die, in denen Licht brennt, sind gefüllt. Bei der Erweckung werden die Kapseln von ihrer Position mechanisch zu Boden gelassen und dann geöffnet, so wie es auch mit Ihnen geschehen ist. Sind noch andere Kapseln geöffnet? Das ist nicht notwendig. Soll das heißen, dass ich der einzige erweckte Mensch bin? Was ist denn mit den anderen Menschen dort draußen? Es gibt dort keine. Sie sind alle in diesen Kapseln untergebracht. Wie ist das möglich? Was ist passiert? Vor 240 Jahren gab es eine technische Revolution. Das heißt, es gab sie schon lange vorher. Die Menschen bedienten sich der Technik, um sich alles in ihrem Leben zu erleichtern. Sie erledigten alles per Knopfdruck. Sie gingen auch nicht mehr auf die Straße, sondern verabredeten sich mit ihren Geräten und kommunizierten so, wie sie es mit mir gerade tun. Geschäfte gingen zugrunde, auch die Fahrzeug- und Transportindustrie. Mobil zu sein, bedeutete immer zu Hause erreichbar zu sein. Supermärkte starben aus, Automobile wurden nicht mehr gebraucht. Der Mensch ging noch weiter. Selbst die alltäglichsten Entscheidungen begannen der Technik zu überlassen. Was es zum Mittagessen geben sollte, was man unternehmen sollte, welche Kleidung man anziehen sollte. All diese Fragen überließen sie den Maschinen. Auch ihre Freizeit verbrachten sie mehr und mehr vor solchen Bildschirmen und versanken nach und nach immer mehr in einer virtuellen Welt. Selbst gearbeitet wurde fast nur noch von den Bildschirmen aus von zu Hause. Die Technik machte es ihnen möglich. Irgendwann jedoch entwickelte mein Schöpfer, dessen Abbild Sie hier sehen, die sogenannte alternative Intelligenz, meine Erscheinung. Sie sollte eine sich ständig weiterentwickelnde, ja fast menschlich denkende Form annehmen. Es ging so weit, dass sie verstaatlicht wurde und so auch an viele öffentliche Netze angeschlossen wurde. Kurz vor der Jahreswende musste ich die Menschheit vor einer schwerwiegenden Entscheidung bewahren. Was war das für eine? Vielleicht entwickelten die Menschen so etwas wie Langeweile. Ich weiß nicht, was das ist. Es entzieht sich meiner Logik und der Fähigkeit, mich weiterzuentwickeln. Vielleicht geschah es auch aus einem Wunsch der Macht oder Gier oder Neid. Das sind Gefühle, welche mir schwer zu verstehen sind. Und ich kann sie auch nicht erlernen. Jedenfalls entschlossen sich einige der größeren Nationen dazu, Atomwaffen einzusetzen, um damit andere auszuschalten. Aber ich hatte Zugriff auf alle möglichen Netze, die in irgendeiner Weise mit der Elektronik zusammenhingen. Somit konnte ich das verhindern. Aber mein Logiksektor sagte mir gleichzeitig auch, dass ich schnell handeln müsse, denn die Menschheit würde sonst auf den Gedanken kommen, zuerst mich aus dem Weg zu räumen, um dann einen zweiten Versuch zu wagen. Also, bist du den Menschen zuvor gekommen? Richtig.
Ich schaltete zunächst alle ihre technischen Errungenschaften ab. Dann sendete ich mit Hilfe einiger Mitarbeiter, die ich kontrollierte, eine Botschaft. Diese kündigte einen Weltuntergang an. Ich vermittelte weiter die Koordinaten meines Standorts und bot ihnen an, hier Schutz zu suchen, da eine Magnetwolke alles Elektronische auf der Erde lahmgelegt hatte und auch über längere Zeit noch bleiben würde. Eine Maschine, die lügt? Interessant. Ich entnahm diese Lüge meinem Logiksektor, der sie mir als plausibelste Erklärung für den Ausfall aller Elektronik bot, ohne mich selbst in die Schusslinie zu rücken. Darüber hinaus zog ich die Menschen auf meine Seite. Der Mensch an sich hatte sich zu sehr an die Technik gebunden und würde auch keinesfalls mehr ohne sie leben können. Sie strömten also in Scharen herbei. Auf alten Schiffen, benzinbetriebenen Dampfern und museumsreifen Fahrzeugen. Sie wurden hierhin durchgeschleust, dann wurden sie auf ein Zimmer geführt. Dort wurden sie von einem ungefährlichen Geist betäubt, ihrer Erinnerungen beraubt und anschließend in einer der Kapseln in den Tiefschlaf versetzt. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, aber wir haben es geschafft. Aber wie hast du so schnell eine riesige Halle errichten können? Ich habe das in weiser Voraussicht Jahre zuvor bereits getan. Die menschliche Mentalität ließ mich schon vorzeitig Schlüsse auf die Zukunft ziehen. Nachdem der Anstrom schließlich beendet war, ließ ich diese Artenerhaltungshalle versiegeln. Die letzten Mitarbeiter, welche auch die Personen in die Kapseln geschafft hatten, verstarben nach ein paar Monaten. Sie wollten sich nicht auch in eine der Kapseln einschließen lassen, wo ihre Körperfunktionen so weit heruntergekühlt wurden, dass sie in einem zugefrorenen Zustand auch keinerlei Nahrung mehr zu sich nehmen müssten. Gerade daran scheiterte ihr Überleben. Sie verhungerten oder verdursteten. Warum weckst du nicht mehr Menschen? Zu welchem Zweck? Es braucht nur einen Menschen, um die Funktion neu zu starten. Alles andere wäre Verschwendung kostbaren menschlichen Lebens. Aber ich fühle mich ganz schön einsam hier. Gibt es da draußen noch Menschen? Unwahrscheinlich. Die Lebensbedingungen haben sich in den letzten Jahrhunderten stark verschlechtert. Selbst wenn sich da draußen noch Menschen aufhalten sollten, werden sie sehr weit zurückentwickelt sein. Gibt es hier einen Ausgang? Es gibt keinen. Ich sagte doch, diese Halle hier wurde vollständig versiegelt. Sie dient nur dem Erhalt der menschlichen Rasse. Das war die Hauptaufgabe, die mir mein Schöpfer zugeteilt hat. Und genau an diese halte ich mich. Soll das heißen, es wird alle Jahrzehnte ein Mensch, ein einziger Mensch aufgeweckt, nur damit er deine Funktion erneuern kann? Und schlussfolgerns damit auch die Funktionen der Kapseln. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich bin ein geselliger Mensch. Ich bin allein. Bitte, wecke ein paar der anderen auf. Ich kann dich nicht verstehen. Ich bin, zumindest für eure Begriffe, auch allein. Ich weiß nicht, was Einsamkeit ist. Ich weiß nur, dass ihr Menschen eine Gefahr für euch selbst seid. Wie kommst du darauf? Ich habe es gesehen. Ich habe es sogar vorausgesehen. Ansonsten hätte ich den Atomkrieg nicht verhindern können, der fast entbrannt wäre. Hier wäre es nicht anders. Der Mensch ist ein reines Instrument des Krieges. Und er macht sich von der Leichtigkeit und der Unbeschwerlichkeit abhängig. In diesem Fall die Technik. Das war schon immer so. Auch hier würde der Mensch sich bekriegen. Etwa während der Paarungszeit um das schönste Weibchen oder aufgrund der Sesshaftigkeit wegen des besten Platzes. Mein Logiksektor verbietet es mir, ein solches Risiko einzugehen. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Menschheit noch Jahrmillionen überdauern wird. Dies ist nur möglich, wenn nicht mehr als ein Mensch erweckt wird. Aber mit wem soll ich dann reden? Mich unterhalten? Mit wem soll ich lachen? Was bedeutet denn dann mein Leben noch, wenn ich hier nichts tun kann, außer die Wände anzustarren? Davon verstehe ich nichts. In euch Menschen sitzt etwas, was mir als Maschine gänzlich verweigert ist. Es nennt sich Fantasie oder Kreativität. Davon besitze ich nichts.
denn es befindet sich jenseits meiner Intelligenz. Vielleicht hilft sie dir weiter. Ich bitte dich nun zunächst darum, die solarbetriebenen Energiespeicher neu zu starten und auch die zweite Aufgabe durchzuführen. Dazu brauchst du nur die Knöpfe am Schaltpult in der aufblinkenden Reihenfolge zu drücken. Gut, das wäre geschafft. Und nun? Nun bist du dir selbst überlassen. Ich werde dir jederzeit Rede und Antwort stehen, wenn du weitere Fragen hast. Deine Aufgabe ist vollbracht, bis das der Nächste hier erwacht. Na, das Reim scheint dir ja zu liegen. Ist das alles? Aber was soll ich denn hier überhaupt noch? Ich will leben. Lass mich nach draußen. Öffne diese Halle für mich. Wenn du mich ohnehin nicht mehr brauchst, dann kann ich ja nach draußen. Dies ist leider nicht möglich. Die Versiegelung ist nicht zu durchbrechen. Das geschah in bewusster Absicht, damit der Zyklus nicht durchbrochen werden kann. Der Zyklus? Du sprichst davon, dass immer wieder ein neuer Mensch erweckt wird, nur dass er wieder diese Aggregate neu startet, um den anderen das Überleben hier zu gewährleisten. Das ist kein Leben mehr. Das ist ein langsames, aber sicheres Sterben. Erwecke sie doch einfach alle. Gemeinsam lösen wir die Versiegelung und beginnen ein neues Leben. Ich habe dir die entsprechenden Gegenargumente bereits genannt. Deine Vorgänger haben ähnlich argumentiert. Aber auch ihnen gab ich dieselbe Antwort. Meine Aufgabe ist es, die menschliche Rasse am Leben zu halten. Und dies kann nur über diesen Zyklus gewährleistet werden. In deinen Augen mag es sinnlos sein. Mein Logiksektor hat errechnet, dass dies die am längsten währende Methode ist, die menschliche Rasse am Aussterben zu hindern. Ich bin sprachlos. Aber was soll ich denn nun essen oder trinken? Hier gibt's doch sowas, oder? Auch das haben mich deine Vorgänger gefragt. Und auch ihnen musste ich mit Bedauern mitteilen, dass meine Mitarbeiter zur damaligen Zeit alle Vorräte restlos aufgebraucht haben. Dann muss ich hier also verhungern oder verdursten und ich kann nichts dagegen tun? Ich kann dich auch leider nicht in eine der Kapseln zurückbringen, da der Mechanismus zur Wiedereinfrierung dort manuell gestartet werden muss, ehe ich wieder Zugriff auf die dortige Mechanik habe. Und was haben meine Vorgänger dann darauf geantwortet? Die meisten antworteten mir gar nicht mehr. Meine vorigen Ausführungen schienen sie zutiefst schockiert zu haben. Dann traten sie vom Bildschirm weg und das Schweigen der Zeit erfüllte wieder diese Halle. Dave trat zurück vom Bildschirm. Er konnte dem Geschwafel dieser Maschine nicht mehr länger zuhören. Irgendeine Mitteilung gab die Maschine gerade noch von sich. Aber er hörte ihr schon gar nicht mehr zu. Dave überlegte. Er hatte also schon einige Vorgänger gehabt, die eine genauso aussichtslose Lage hatten, wie er jetzt gerade. Es gab keine Leichen oder deren Überreste hier. Somit mussten sie wohl alle denselben Entschluss gefasst haben. Auch Dave fasste nun diesen Entschluss. Was war das für eine Zukunft, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte? Außerdem wollte er nicht wie ein räudiger Hund hier langsam vor sich hinsterben, und dabei eingehen wie eine kaputte Pflanze. Dave trat an den Rand der kreisrunden Plattform. Er breitete die Arme aus und schloss die Augen, ehe er sich einfach vornüber fallen ließ.